Es werden mehr Outtakes als Videos. Ja, ist ja immer so. Hallo Leute, heute machen wir Aufkleber. Yo Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie ihr seht, geht hier eine ganze Menge ab und zwar bin ich gerade so dabei, für euch den Merch zu erstellen, denn ich will das alles komplett selber machen. Und vielleicht wissen ja einige von euch nicht, was das hier für ein Gerät ist, denn sowas wollte ich schon immer mal haben. Das, Leute, ist ein Plotter und damit kann man Sachen ausschneiden, also Der Gerät schneidet schweißfrei. Der Gerät ist immer vor die Chef im Geschäft. Der Gerät ist immer vor der Chef im Geschäft. Und Wevor hat mir den auch kostenlos zur Verfügung gestellt und den kann ich auch behalten. Vielen Dank an Wevor und dazu kommt auch gleich noch ein Review. Und wenn ich ehrlich bin, das Ding ist zwar ein China-Plotter, aber ist besser als ich gedacht hätte. Also Robert hat mir ja den auch vorbeigebracht und das war auch ein China-Plotter, aber der klingt katastrophal wirklich. Ja Leute, dieses Video soll einfach darum gehen, wie man Sticker zum Beispiel oder eigene Sachen bedruckt. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Unboxing von diesem Gerät an, was schon angeboxt ist, unboxed, keine Ahnung, let's go. Und jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, warum willst du das alles selber machen? Und dafür gibt es mehrere Gründe. Der erste Grund wäre, dass ich die Sachen dann viel günstiger anbieten kann, als wenn ich sogar Spreadshirt oder Shirt-Tee oder 3D-Supply oder sonst wen machen lasse, weil die wollen dann natürlich auch dran verdienen irgendwie. Der zweite Grund ist, dass ich die Qualität der Produkte selbst bestimmen kann und auch immer kontrollieren kann. Zum Beispiel habe ich schon ein Video gesehen, wo zwei Jungs ein paar Sachen von Spreadshirt ausgepackt haben und teilweise waren die katastrophal bedruckt, beziehungsweise wurden da verschiedene Basics verwendet, also das eine war mehr schwarz, das andere war mehr blau-schwarz. Und darauf habe ich halt gar keinen Bock. Ich will, dass ihr immer die beste Qualität habt. Und der dritte Grund ist, dass ich mit einem eigenen Shop auch einen größeren Produktumfang anbieten kann. Also nicht nur T-Shirts und Hoodies, vielleicht irgendwann auch Handschuhe und Jerseys und Hosen, wer weiß. Und auch diverse Werkzeuge, die nützlich sein können beim Fahrradservicen bzw. Gabeldämpferservice. Und dieses Video soll eben auch dazu dienen, den ein oder anderen eine Inspiration zu geben, sich vielleicht ein eigenes Business damit aufzubauen. Es gibt ja zum Beispiel viele, die wollen einfach nur ihren Instagram-Namen auf ihr Auto kleben oder aufs Fahrrad. Und das wäre ja schon mal ein Anfang. Beziehungsweise bietet ihr einen Print-on-Demand-Service an. Heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Fußballverein neue Trikots haben will und die sollen bedruckt werden, dann könntet ihr sowas auch machen. Oder ich zum Beispiel kenne noch niemanden in Deutschland, der irgendwie Custom-Decals für Fahrräder anbietet. Heißt, auf Kundenwunsch angefertigte Aufkleber für Gabeln oder für Rahmen. Damit meine ich zum Beispiel solche Sachen. Ich habe mir meine zum Beispiel damals bei NL Designs bestellt. Könnt ja mal gerne auf deren Insta gehen, das sieht echt krass aus, was sie teilweise machen. Was ich eigentlich damit sagen will, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und je nachdem, ob ihr da Bock drauf habt, werdet ihr auch Erfolg damit haben. Aber jetzt kommen wir erstmal zur Softwareinstallation und wie man das Ganze einrichtet. Obwohl die Software auch als CD im Lieferumfang enthalten ist, empfehle ich euch, die Software immer vom Hersteller runterzuladen. Bei meinen Plotter habe ich zwei Programme zur Auswahl, die mitgeliefert wurden. Ich habe mich jetzt erstmal entschieden, CyanCut zu verwenden. Das ist übrigens nur eine Ein-Jahr-Lizenz, aber CyanMaster könnt ihr unbegrenzt benutzen. Dennoch sind beide Programme ziemlich ähnlich vom Aufbau. Wenn ihr das Programm dann installiert habt, was wirklich nicht so schwer ist, dann müsst ihr unter Cutter noch euren Plotter auswählen und hier dann noch angeben, in welchen USB-Port ihr den Plotter angeschlossen habt. Damit ihr jetzt euer gewünschtes Motiv ausschneiden könnt, braucht ihr eine Vektordatei oder auch SVG, Scalable Vector Graphic genannt. Das ist sozusagen eine unendlich skalierbare Bilddatei. Heißt, sie besteht nicht aus Pixeln, sondern nur aus Linien. Und solche Dateien könnt ihr zum Beispiel in Inkscape oder Adobe Illustrator erstellen. Gibt auch noch diverse andere kostenlose Programme, womit ihr Vektorgrafiken erstellen könnt. Diese können wir dann in CyanCut öffnen. Und ich möchte jetzt zum Beispiel mein T-Shirt mit meinem Logo bedrucken. Und das Logo haben wir natürlich spiegelverkehrt gemacht, weil die Folie müssen wir so ausschneiden, dass wir auf der Klebeseite schneiden. Heißt, das ist eigentlich die Vorderseite, das ist Neongelb. Aber meine Designs wird es auch nicht nur in Neongelb geben, da wird es auch andere Farben geben. Ich weiß ja nicht, jeder feiert das Neongelb so. So Leute, jetzt legen wir die Folie in den Plotter ein und zwar von hinten. Ich habe jetzt die Rolle auf dieser Rolle hier so, dass es sich abrollt. Hier müsst ihr auf jeden Fall auch darauf achten, dass die Folie möglichst parallel drinne liegt. Also nicht, dass sie irgendwie so schräg drinne liegt. Und die Folie könnt ihr hier bei dem Plotter so einlegen, dass der Laserpointer an der untersten Ecke ist. Genau, hier ist so eine Rolle drunter, die ist geriffelt und die schiebt dann immer das Vinyl oder was ihr schneiden wollt vor und zurück. So, natürlich wollen wir schneiden und nicht zeichnen, deswegen nehmen wir den Kugelschreiber jetzt raus. Und an der Stelle
Stelle kommt halt das Messer hier rein in den Messerhalter. Da müsst ihr hier unten einmal drücken und das dann hier so reinfallen lassen. Und dann lasst ihr das so los. Und die Klinge sollte so minimal oben rausgucken. Ich weiß nicht, sieht man das hier in der Kamera? Die Höhe vom Messer könnt ihr hier mit diesen Schrauben verstellen. Also das Goldene ist einmal die Konterschraube und die silberne Schraube ist die, womit man die Höhe einstellt. Heißt, ihr stellt hier die Höhe ein und dann kontert ihr die Schraube mit der goldenen Schraube. Natürlich müsst ihr auch erstmal schauen, welchen Anpressdruck ihr für welche Folie braucht. Ich denke mal so 70 Gramm wird gehen bei der Flexfolie. Aber ihr könnt hier auch einen Testschnitt machen. Das schneidet dann so ein kleines Rechteck aus und dann könnt ihr schauen, ob das gut geschnitten hat oder nicht. Dann geht hier auf Testcut. Ja, ich denke, das sieht ganz gut aus. Und am besten ist es, wenn das so leicht ins Material darunter mit reinschneidet, also dass da so ein Abdruck zu sehen ist. So, jetzt haben wir alles eingerichtet, dann kann es losgehen. Geschwindigkeit machen wir mal 400 mm pro Sekunde. Aber der kann auch auf jeden Fall auf 800 mm pro Sekunde schneiden, ohne dass er irgendwie super laut ist oder unpräzise wird. Let's go. Wenn es tief genug geschnitten ist, könnt ihr das einfach so runterziehen, ohne dass hier irgendwas mit runterkommt. Also beim Vinyl ist das ein bisschen schwerer. Es kommt jetzt auf den Rücken natürlich. Um das Motiv jetzt auf das Textil zu bekommen, da braucht ihr so eine Transferpresse. Und ich habe mir da eine auf eBay Kleinanzeigen geschossen für 120 Euro. Und die ist auf jeden Fall für die Ewigkeit gemacht eigentlich. Also normalerweise kostet die neu 1500. Gut, sie ist auch schon ein bisschen älter, aber ich meine, selbst das Gehäuse hier, wo die Elektronik drin ist, ist aus Gusseisen. Aluminium wahrscheinlich. Also absolut massiv. Das Ding wiegt 45 Kilogramm. Ist auch schön groß. Also man kann auch schön große Motive damit pressen. Das ist jetzt reine Baumwolle. Und hier stellen wir uns eine Temperatur von 160 Grad ein und die Presszeit auf 15 Sekunden. Also da läuft dann so ein Timer ab, wenn ihr die Platte absenkt. Ja, werdet ihr gleich sehen. Dann legt ihr das T-Shirt hier auf die Transferpresse. Oder Jersey oder Hoodie. Also man kann damit ja alles Mögliche bedrucken, was aus Stoff ist. Ich habe auch schon meine Helmtasche mit meinem Logo bedruckt. Bevor ihr das jetzt gleich direkt drauf presst, würde ich euch empfehlen, dass ihr das erstmal ohne Motiv 5 Sekunden presst, dass die Feuchtigkeit in dem Stoff komplett rauskommt und dann ist es auch schön glatt. So machen es die Profis, zumindest habe ich gehört, und es soll dann auch länger halten, das Motiv wahrscheinlich. Zack. So ist das Ganze auch ein bisschen vorgewärmt schon mal. Jetzt kommt das Motiv rauf. Also da müsst ihr darauf achten, dass es ziemlich mittig ist und 13,5. Siehst du, was für ein gutes Augenmaß ich habe. Einfach zum Schutz eine Schicht Backpapier drüber. Es gibt auch so eine Dauerbackfolie oder Dauerbackfolie heißt die, glaube ich. Das ist so Teflon mit Glasfaser irgendwas. Muss ich mir noch besorgen. Da gibt es auch größere Zuschnitte von, dass das komplett abgedeckt ist. Dann. So, und jetzt pressen wir das für 15 Sekunden. Und je nachdem, welche Folie ihr hier verwendet, müsst ihr die Folie entweder heiß oder kalt abziehen. So, bei der ist es zumindest so, dass man sie heiß abziehen soll. Dann macht ihr nochmal das Backpapier drüber und dann presst ihr das Ganze nochmal 5 bis 10 Sekunden nach. Sieht schon sehr gut aus, muss ich sagen. Also perfekt ist es, wenn man so ein bisschen die Gewebestruktur durch die Flexfolie sieht, dann könnt ihr auf jeden Fall sicher gehen, dass es gut hält. Und so eine Flexfolie hält auch wirklich, man sagt grundsätzlich, hält die länger als das Textil. Also ich denke, das Shirt bekommt Löcher, bevor hier überhaupt die Flexfolie abgeht. Ich würde sagen, vorne machen wir auch noch ein kleines Logo drauf, dann sieht das vorne nicht ganz so Standard aus. Ich habe das jetzt mal so von vorne eingespannt. Man kann es auch so reinziehen. Da müsst ihr einmal auf den Option-Button klicken. Und dann könnt ihr das Vinyl hier verschieben. Und dann drückt ihr auf den Origin-Button. Ja, genau, den müssen wir ja auch versetzen noch. So, das ist jetzt unsere Home-Position sozusagen. Also von der Position aus startet der Plotter dann den Schnitt. Mal von hier so.
mit links. Und ich finde, das sieht auf jeden Fall so gut aus, dass ich mir gleich anziehen werde, weil ich sowieso nichts zum Anziehen habe. Je nachdem, wie sich das mit meinem Merch entwickelt, werde ich auch später mehr Designs rausbringen, auch in mehrfarbig. Die lasse ich dann aber anfertigen und verpresse die nur noch selber. Das nennt sich dann DTF oder Direct to Film. Und ich habe mir hier mal ein paar Muster bestellt von DTF King. Das ist übrigens keine Werbung, die waren einfach kostenlos, dass ich das mal ausprobieren kann und dann auch ein paar Waschtests durchführen kann damit. Gucken, ob das hält oder wie gut das hält. Es sollte schon das Kleidungsstück überleben oder so lange wie das Kleidungsstück halten, sage ich mal. Und die presse ich jetzt erstmal auf das alte Shirt hier. Also vom Finish und Feeling her ist das auf jeden Fall schon mal nice. Ich hatte ja irgendwann mal gesagt, mein Helm sieht mir zu langweilig aus, zu schwarz aus. Da fehlt einfach der Shred Nation Sticker. Und den schneidet natürlich der Gerät. Denn der schneidet schweißfrei. Da versuche ich mir erstmal eine Stelle, wo der rauf soll und in welcher Größe da sein soll. Und ich würde sagen, 9 cm Durchmesser sieht ganz gut aus. Also stellen wir jetzt hier bei Image auf 90 mm Höhe ein. Man sieht schon, ich habe nicht tief genug geschnitten, also es ist ziemlich schwierig zu entgittern. Die normale Vinylfolie ist ein bisschen dicker als die Flexfolie für Textilien. Naja, nochmal. Ich denke mal, 80 Gramm sollten reichen. Das sieht doch schon besser aus. Jetzt müssen wir den Sticker natürlich noch auf den Helm bekommen. Und dazu brauchen wir Transferfolie. Man sieht, es ist ein wunderbares Ergebnis. Also ich hätte nicht gedacht, dass so ein Billigplotter so eine Qualität rausspuckt. Aber jetzt kommt nochmal die ultimative Challenge. Mal gucken, ob wir so einen kleinen Rahmensticker auch mit dem Plotter hinbekommen. Meiner ist ein bisschen abgenutzt schon. Ich würde sagen, wir schneiden gleich mal drei aus. Das ist dann eine Reihe hier unten. Wow, das geht echt super jetzt. Und jetzt gibt's noch mal ein kleines Fazit zu dem Gerät. Der Gerät. Also ich bin absolut zufrieden damit. Und wie ihr seht, habe ich noch ein kleines Upgrade an dem Ding gemacht. Ich habe hier drunter einen LED-Streifen eingebaut. So sieht man besser, wo geschnitten wurde. Und dann habe ich noch diese Umlenkrolle in dieser Ecke ausgetauscht, weil die originale ist ein bisschen unrund gelaufen, was dazu geführt hat, dass das hier so ein bisschen ruckartig läuft. Die neue Rolle ist auch verzahnt. Das heißt, der Zahnriemen sollte dann auch ein bisschen länger halten. Falls das bei euren auch hier nicht ganz rund läuft, also dass die Rolle ein bisschen eiert, ich euch einen Link in der Videobeschreibung, wo ihr so eine Rolle bekommt, falls ihr euch das Gerät dann holt. In der Beschreibung findet ihr natürlich auch einen Link zu dem Gerät. Der Gerät. Oh Gott. Und Wevo hat auch noch größere oder kleinere Plotter und verschiedene Versionen davon. Wie gesagt, steht alles in der Videobeschreibung. Und jetzt nochmal ein paar Worte zum Abschluss. Wenn ihr Bock habt, euch daran zu beteiligen, Designs für meinen Merch zu erstellen oder irgendwelche Ideen habt oder wenn ihr selber Grafikdesigner seid und mich da ein bisschen unterstützen wollt, dann schreibt mich gerne auf Instagram oder Discord an und dann können wir alles weitere besprechen. Weil ich bin selbst kein Designer, muss ich sagen. Also das hier habe ich zwar selber gemacht, das mit den Szenen fürs Halstuch, aber da bin ich auch noch nicht ganz zufrieden. Mit, denke ich. Hier werde ich auch ein anderes Material nehmen, also nicht das Neongelb, sondern ja, geheim. Und damit hoffe ich, euch hat dieses etwas andere Video auch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten wieder. Bis dahin. Ciao. Oh, die Outtakes. Es werden mehr Outtakes als Videos. Ja, ist ja immer so.